Rudern sitzend ist eine tolle Übung für deine obere Rückenmuskulatur. Als Hauptspieler ist vor allen Dingen der mittlere Trapezmuskel dabei involviert. So, im Kurzdrehen. Das heißt, hier in dem Bereich links und rechts neben der Wirbelsäule die Muskulatur plus auch deine hintere Schulter in diesem Bereich und die Nackenmuskulatur hilft ein bisschen mit plus natürlich die Arme, die dafür sorgen, dass du das Gewicht nach hinten ziehst. Die Arme sollten aber nur eine Nebenrolle bei der Übung spielen. Du brauchst für diese Übung den Kabelzug plus du brauchst eine Bank. Die Bänke, die haben Rollen, das heißt, du kannst sie einfach ganz bequem entsprechend in die richtige Position rollen, sodass du ein bisschen Abstand zum Gerät behältst und dass es ziemlich mittig davor steht. Dann hast du das im Grunde schon perfekt eingestellt. Als nächstes kommt die Höhe der Seilrolle. Die kannst du so einstellen, dass sie ungefähr auf Bauchnabelhöhe ist. Du hast jetzt, das sieht man schlecht, an der Rückseite von dem Gerät ein Sichtfenster. Dort kannst du dir die Höhe auch entsprechend mit der Nummer in deiner App notieren, damit du es nicht jedes Mal wieder justieren und überlegen musst, wie hoch du das beim letzten Mal eingestellt hattest. Genau. Dann müssen wir uns den richtigen Griff zur Hand nehmen. Ein sehr geeigneter Rudergriff ist der Parallelgriff mit den Aussparungen hier, mit den schwarzen. Und zwar deshalb, weil du mit der Hand nicht ganz zugreifst, sondern die Hand leicht geöffnet bleibt, wodurch du die Hände quasi nur als Haken benutzt und dich dann nochmal besser auf deine Rückenmuskulatur konzentrieren kannst. Genau. Den Griff kannst du dann einfach via Karabinerhaken hier einhängen. Und bei der Übung musst du dich nicht wundern. Das sind sehr große Muskeln, die dort arbeiten und durch die Umlenkrollen kannst du da auch vermutlich schon relativ schnell ganz beachtliche Gewichte bewegen. Ich stelle mir das jetzt hier erst im Kurz auf. Ah, sehen wir mal. Das hast du gesehen, das hier ein bisschen abgehoben, muss man hier eben drauf drücken, weil der Griff sehr schwer ist. Da muss man die Platten eben runterdrücken und kann dann den Stift wieder vernünftig dort reinsetzen. Genau, dann nimmst du dir den Griff zur Hand, kannst ihn ein bisschen vom Gerät wegziehen. Man kann sich hier auch mit den Füßen gut einmal abstützen, den Rücken einmal schön gerade ausrichten. Man darf sich auch leicht nach hinten beugen, wenn du dadurch merkst, dass du die Muskulatur besser treffen kannst. Die Schultern nach unten orientieren, also ein bisschen runterziehen Richtung Po. Und dann den Bauch nochmal anspannen. Mit der Ausatmung ziehst du dir dann die Ellenbogen relativ eng am Körper, den Griff Richtung Bauchnabel, mit der Ausatmung wieder lösen. Schön mit der Einatmung, mit der Ausatmung zum Körper ziehen. Ich atme mal extra laut. Dann hörst du das. Siehst du, und dann die Schulterblätter immer schön mit nach hinten ziehen, damit du die Schulterblattmuskulatur auch mitnehmen kannst. Und kannst dann schön deine Wiederholungen ausführen. Genau, Fehler sind bei der, oder gängige Fehler bei der Übung sind, wie bei fast allen geführten Übungen, die Schwungkraft, dass man einfach meint, man muss jetzt mit Schwungkraft möglichst viele Gewichte bewegen. Das ist ganz nett, wenn man sich mal auspowern will oder wenn man ein bisschen Cheated Reps machen möchte, aber gerade für Einsteiger oder für Menschen mit Einschränkungen an der Rückenmuskulatur, da ist es noch wichtiger, dass du dich maximal konzentrierst, dass du beide Seiten auch gleichmäßig belastest und nicht, dass du eine Seite besser treffen kannst als die andere. Das ist auch ein gängiges Problem. Dann solltest du mich ansprechen, dann ist das ein häufiges Zeichen, dass du irgendwo Blockaden in deiner Wirbelsäule hast. Und ansonsten von der Einstellung her genau die Seilrolle auf Bauchnabelhöhe einstellen, die Schultern schön ein bisschen nach unten ziehen und dann mehr auf den Rücken als auf die Arme konzentrieren. Wenn du gerade am Anfang die Übung mehr in den Armen spürst, also in den ersten 6 bis 8 Wochen, dann ist es einfach nur ein Zeichen, dass die Arme sehr schwach sind. Das ist aber nicht schlimm. Das wird sich mit der Zeit legen.
Und wenn du kontinuierlich die Übung ausführst, wirst du immer besser deinen Rücken mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim sitzenden Rudern, viel Spaß bei der Ausführung und beim Aufbau einer schönen Rückenmuskulatur.